Hose Leute, willkommen zu einem neuen Part von Dark Souls 3 mit mir, Level 4. Letzten Part haben wir auf der Brücke den Stray Demon gekillt und machen uns weiter nun auf das letzte Leuchtfeuer zu deaktivieren. Ist das Leuchtfeuer? Es ist auf jeden Fall ein Signalfeuer. So, das Signalfeuer passt besser. Ja, und das letzte Signalfeuer zu erlöschen, um dann zu Feste von Fahren zu kommen. Ja, so. Bitte komm. Ja, bitte komm. Okay. 1, 2. Rollen. Ausdauer regenerieren. 1, 2. Und den Zaun. Aber macht aber nichts. So. Ey, wo ist Hazel? Ohne Scheiß, das nervt mich so dermaßen. Wenn ich hier hochlaufe, kommt der. Mich so dermaßen. Also, falls ihr es nicht wusst oder vergessen habt, im letzten Part wurden wir von einem NPC-Phantom invadiert. Aber das will sich noch nicht zeigen. Ich weiß nicht, wo es ist, aber vielleicht werden wir es später sehen. So. Hier ist keiner? Gibt es keinen Gegner? Na gut. Dann gucken wir uns aber gerade nochmal an, wessen Leuchtfeuer denn hier, also, wem das denn gewidmet worden ist. Ah, das sind die Four Kings. Ja, weil jedes Leuchtfeuer hier, also Signalfeuer, ist einem alten Boss aus Dark Souls 1 gewidmet. Beim letzten Mal war es Nito, eines ist noch der Witch of Icedith gewidmet und das hier sind die Four Kings. Ja. Ein Ritual ist das halt hier, um halt selber zu einem Watchdog of Pharaon zu werden. So, damit erlöschen wir das letzte Signalfeuer. Und das Tor öffnet sich jetzt. Ich frage mich, wie das physikalisch geht, dass aber sich das Leuchtfeuer aktiviert da. Aber mir soll es egal sein. Für mich ist das ganz cool, weil dass das Tor so gescholten ist. Also wahrscheinlich wurde da mehrmals versucht, da einzubrechen. Deswegen sieht das Tor so im Arsch aus. Finde ich eigentlich ein ganz cooles Detail. Aber es wurde halt nicht geschafft, weil es halt so eine massive Tür ist. Okay. Gut, bevor wir gleich das Tor durchschreiten, lasst uns erstmal nochmal hier ein bisschen weiterlaufen, weil ich habe noch was vor. Weil wir suchen nach wie vor noch eine Schriftrolle. Oh, das ist wieder eine der super gefährlichen Viecher. Genau, wir suchen nach wie vor noch eine Schriftrolle und die will ich noch haben. So, da greife ich nicht an. Das ist einfach nur mal so ein Trigger-Point. So, hoffentlich kriege ich ihn jetzt relativ schnell. Oh Mann, ey, die sind so gefährlich. Nein, du machst nix. Oh, sehr gut, okay. Und Scheiß, ich habe so Angst vor denen. Das kommt mir gar nicht so. Eigentlich müsste jetzt hier Hazel auftauchen. Der ist er auch schon. Und er hat die Xanatos-Krone. Ja, und diese Hacke, die kann sowohl schlagen als auch mit Magie ballern. So, wann kommt mein Gift, mein Blutungsschaden rein? Aua, aua! Oh Mann, der haut ordentlich rein, der Kollege. Ja, ja, ist gut, Hazel. Hazel, ist gut. Hazel! Fresse jetzt. Ich hasse Hazel! 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 Einer von Rosarias Fingern, wie man auch gerade sieht. Nein! Oh, shit! Ich hasse diesen... Einer der schlimmsten Angreifer, die es so gibt. Einer der schlimmsten Invader, wie ich finde. So, hast du wohl kein... es ist verkommen, ja? Weshalb so wild? Wieso hat er den... Mann! Ich muss es wieder... safe machen, sonst bin ich gleich tot. Jetzt weg mit dir. Wie... Alter, ist doch nicht wahr! So. Weg mit dir, Arschloch. So. Das war der erste Encounter mit Hazel. Es gibt noch einen zweiten. Die hätten wir eigentlich schon oben im sauberen Sumpf sehen müssen. Den Kollegen.
So. Das Glück haben wir nur noch einen. Erstes Mal Coin zurückbekommen. So, hier könnte ich denken, dass da auch noch was versteckt ist. Genau. Eine große Seele. So. Da kommen wir erst später hin, da oben. So. Und ihr seht schon da hinten. Die kann man noch. Die Basilisken aus Teil 1 sind wieder da. Und Teil 2, da waren die auch mal kurz da. Fällt mir gerade ein. Und da war. Das war Fluchen wirklich ganz, ganz schlimm in Teil 1. Weil das. Ja. Die Lebensleiste halbiert hat. Und man musste quasi 5000 Seelen ausgeben für einen Läuterungsstein, der das Ganze halt wieder wegmacht. Hier ist das gar nicht mehr so wild. Wenn man verflucht, wenn man hier verschwendet wird, dann ist man einfach nur tot. So. Trotzdem will ich das gerne vermeiden, hier zu sterben. Weil das Counter ist mir sowieso schon viel zu hoch. So. Weg mit dir. Danke. Temperaturpulver ist immer nice. So, aber hier ist das, was ich brauche. Und hier sehen wir wieder einen Pilz. Und das könnte so vielleicht sogar der sprechende Pilz aus dem DLC zu Dark Souls 1 sein. Ich habe gerade den Namen nicht ein. Ich glaube, Elisabeth war der Name. Und wir bekommen hier die goldene Schriftrolle. Und hier gibt es auch noch eine Truhe zum Öffnen. Und hier bekommen wir das Set von Duskafola Seal. Den Helm haben wir ja bereits schon. Den Helm. Das ist eigentlich eher ein Sturmband oder sowas. So, damit haben wir eigentlich alles, was ich hier holen wollte. Wir können jetzt aber gerade noch schnell was abgreifen. Ich glaube, das ist eine nette Seele, die man kurz schnappen kann. Hier war das nicht. Das war gar nicht da vorne um die Ecke. So, eigentlich müssten wir gleich hier irgendwelche Basilisken gleich noch angreifen, aber gerade tun sie es noch nicht. Nur die Seele. Und ich möchte, glaube ich, auch noch was anderes abgreifen, was hier auf dem Weg noch liegt. Raus da, raus da, raus da. Okay. Und Moosfrucht. Für diesen weiß ich jetzt, glaube ich, gar nicht so sehr. Oh, fuck. Okay. Und raus da. Oh, kommt noch ein zweiter. Alter, lass mich hoch. So. Kurz heilen. Hier ist nichts mehr. Hier müsste aber eigentlich irgendwo noch ein Item rumliegen. Was, glaube ich, ein Anti-Magie-Ring ist oder sowas. Wo ist er denn? Ist er hier vorne? Wo war der denn nochmal? Oder habe ich den schon geholt? Ah, da müsste er sein. Oh, ein Eisenfleisch. Von mir aus auch das. So, und das auch noch. Und dann bin ich erstmal fertig mit dem Sumpf. So, und wieder Moosklumpen. Ja, brauche ich jetzt eigentlich nicht mehr. So, dann wäre ich jetzt eigentlich erstmal fertig. Gut, dass hier direkt das nächste Bonfire ist. Da können wir uns nämlich woanders hinbeamen. Wir haben 40.000 Seelen. Reisen wir doch mal kurz nach Hause. Um uns ein bisschen einzudecken mit neuem Kram, weil der Stray Demon, der hat auch eine Dämonenseele hinterlassen. Die gucken wir uns gleich mal an. Der ist hier nämlich die Seele eines verirrten Dämons. Der verirrte Dämon, der nicht einmal mehr die Spur einer Flamme besitzt, war einst der Torwächter von Lothwick. Oh, das wusste ich gar nicht. Das wusste ich gar nicht. Cool. Auch hier die Wolfsblutgrasklingen. Dieses Blatt symbolisiert die Pflichterfüllung der Wachhunde von Pharon, die an der Seite des alten Wolfs stehen, um über die Ruhenden zu wachen. Das Motiv ist ein Grasklingenblatt mit getrocknetem Blut. Vor langer Zeit war das Grasklingenblatt das heimliche Erkennungszeichen der untoten Legion. Im modernen
Ach, im modernen Wald. Im modernen Wald. ruhen die Geister vergangener Krieger. Das Blatt ist Ausdruck ihrer Anerkennung und Dankbarkeit gegenüber den Wächtern. Okay. Gut. Dann. Das ist eigentlich bei Abfall. Wer töricht genug ist, diesen mit sich herumzuschleppen, sollte vielleicht Hilfe suchen. okay, wir haben aber noch ein Schlüssel-Item. Schlüssel-Item. Sogar noch ein paar. Einmal das hier. Asche eines Traumjägers. Er hat das Pendant aus Dark Souls 1 in der Hand. Also das nennt man das Amulett. Schattenasche von einem, der davon träumte, der untoten Legionen beizutreten, ermöglicht Erwerb neuer Gegenstände bei der Schreindienerin. Am Ende fanden die Traumjäger, die ziellos durch den verfaulten Wald wandelten, ein Gefühl der Erfüllung. Okay. Das Pendant ist so eigentlich ein Zeichen dafür, wie bekloppt die Spieler für Dark Souls sind. Das hat nämlich Miyazaki herausgefunden, dass wirklich Spieler überall gegen Wände geschlagen haben. Dieses Item bekommt man auch hinter einer Wand, die halt ein bisschen unscheinbar wirkt. Deswegen ist es ein bisschen das. Und selbst hier die Schreindienerin sagt etwas Spezielles, wenn wir ihr diese Schattenasche geben. Genau. Ashen one, what woeful umbral ash is this? This barren dust, stuff of a fool, won't yield aught. Where didst thou happen upon the stuff? Tell me for the sport. Jetzt natürlich sage ich hier das. Oh yes, I see. Clinging to lofty dreams in this dying world, more's the pity. It must come from one most foolish indeed. Wouldst thou not agree? Ja, der kleine Seitenhieb von Miyazaki für die Spieler. Finde ich lustig. So, was haben wir denn Neues bekommen hier? Ja, glaube ich nicht Geiles, so richtig sehe ich gerade. Hier gibt es keine neue Rüstung. Vielleicht die Kettenrüstung, ist die neu? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Vielleicht neue Waffen? Ja, vielleicht neue Waffen. Oh, und wir bekommen jetzt unsere ersten Titanitscherben. Das ist sehr gut. So, wir haben jetzt aber ein paar nette Scherben bekommen. Vielleicht können wir gerade unsere Waffe verbessern. Ja, wo ist die denn? Na, wo ist die denn? Da ist sie. Ja, wir brauchen noch zwei Stück. Okay. Ich wollte euch ja noch was zeigen. Fällt mir gerade noch so ein. Nämlich die Waffe hier. Einmal Skaterin. Ach, das habe ich schon gezeigt. Genau. Ich wollte aber die Waffe mal benutzen. Okay. Moment. Lieber da, wo ich niemanden treffen kann. So. Also ganz normales Ding hier. Stichattacke. So, und wenn ich jetzt mal... Okay. Bams. Okay. Okay. Das ist, glaube ich, eine ziemlich normale Attacke, würde ich schon fast behaupten. Oder kann man damit... Stand doch irgendwo was. Was war schon da vorne? Okay. Nee, war doch richtig. Ja, das ist halt die Haltung. Gibt es aber, glaube ich, mit verschiedenen Sachen auch noch. Ja, vielleicht werde ich irgendwann mal die ganzen... Fertigkeiten mal zeigen, weil die sind eigentlich ganz interessant. Halten, Haltung. okay, wie auch immer. Quatsch, ich will natürlich noch meine Waffe zurücknehmen. So. Okay. Wollte ich noch irgendwas machen? Ja. Wollte ich. Oder kann ich? Kann ich, wollte ich? Kann ich ihm schon vielleicht was geben? Ich bin mir gerade nicht so ganz sicher. Ja, ist gut. Ja, wir können ihm was übergeben. Nämlich den Foliant des großen Sumpfes. Yes, here we are. It's been long indeed. With this I can teach you more sophisticated pyromancies. Splendid. I can boast I am your tutor a little longer. So, jetzt haben wir hier schon ein paar bessere Sachen. Zum Beispiel eine große die Feuerkugel, die ist ganz nice. Im PvP ist natürlich immer ganz geil, ein bisschen mit Gift zu spielen. Starke Spitzen, erhöht alle Resistenzen. Wir werden aber im Laufe des Spiels eigentlich nur das hier brauchen, weil ihr werdet vielleicht schon etwas sehen. Irgendwann mal. Okay. Haben wir eigentlich noch einen Folianten für Sie?
gute Dame. Oh, Chandler, do you wish to... Das sind beide Sachen, die wir nicht geben sollten. Have a pleasant journey. Von daher gebe ich dir nichts. Gar nichts, Mädchen. Du kriegst nichts. Okay, aber 40.000 Seelen können wir gleich wunderbar aufsteigen. Deswegen ich das auf jeden Fall noch machen werde hier. Ich habe schon wieder so viel Zeit wieder weg. Es ist unglaublich, wie Zeit. Ich finde es unglaublich, wie die Zeit hier vergeht. Zwischen den ganzen Parts. Okay. So, wir können. Ui, wir können wirklich aufsteigen. Heieiei. Okay, will ich mal. Na. Nee, wir bleiben weiterhin bei Geschicklichkeit. Wir sind jetzt bei 30. Wir brauchen knapp 50 Seelen nochmal aufzusteigen. Oh, nee, vor allem sogar. Genau, ich will auf 30 gehen und ich mache da nochmal ein bisschen Vitalität höher, weil wir können es echt mal gebrauchen, dass wir ein bisschen höher steigen von der Vitalität her. Bei Geschicklichkeit 50 höre ich dann auf, weil danach gibt es keine guten. Danach lohnt sich gar nicht mehr, die Geschicklichkeit zu erhöhen. Weil, ab dann wird. Ja. Wird das Scaling auch nicht mehr wirklich viel besser, sagen wir es mal so. Okay. Jetzt haben wir guten Schaden, wir haben ein bisschen mehr Leben. Das ist doch schön. Wir haben noch. Haben wir noch einen? Nee, den haben wir schon weggegeben. Okay, dann auf zur Ruine der Feste. Und dann machen wir uns auf zur nächsten Bonfire. Und dann treffen wir bald schon auf den ersten Lord of Cinder, beziehungsweise es sind ja gleich mehrere Lords. Weil es ist ja eine ganze Legion, gegen die wir die antreten. So. Nichts wie Rhaendor. Und auch hier finde ich wieder, es sieht wieder wunderschön aus hier. Der ganze Weg mit Kerzen vorbereitet. Für die neuen Ankömmlinge in der Watch Dogs of Faerûn, so war es ja zumindest da. Das Ganze wurde ja eigentlich ausgelegt, dass man die ganzen, die Signalfeuer löschen soll, um selber ein Mitglied der Watch Dogs zu werden. Aber, naja, das ist jetzt schon lange Zeit her. Und wir haben wieder die Corvians wieder hier. Na komm. Nein! Scheiße! Ah, oh Gott. Leider hat er echt geschrien. Ich doch am Arsch. Da kommen noch weitere. Oh Gott, Leute. Ah, Gott. Oh Gott, ich hasse die Biester, wenn sie aufgeschreckt sind. Da kann ich mal einen Schlag... Oh Gott, ey. Oh Gott, endlich, so. Diese Anspannung, ey. Die machen mich fertig, ey. Ich hasse die Biester. Besonders in dieser Masse. Die kloppen nur noch auf einen ein. So, noch ein Beichtstein. Meine Fresse. Backstab. Ich war da oben noch gar nicht fertig. Ich will eigentlich nur schnell den Typen killen, da oben dann was mitnehmen. Ich hoffe, dass da ein Item ist. Ich glaube, da war auch ein Item. Ach, Mann. Nö, doch nicht. Na gut, kann ich wieder runterrollen. So. Oh Gott, ey. Diese Biester, wie ich sie einfach hasse. Ich hasse sie so unglaublich. So. Und hier unten geht's wieder zum Sumpf. Aber wir gehen hier hoch. Ich bin jetzt ein bisschen vorsichtiger laufen.
Weil da kloppen sich nämlich Dark Wraiths mit den Biestern. Und das kann mir erstmal vollkommen egal sein. Gab es hier eigentlich noch ein Item? Ich glaube, da gab es nichts, ne? Nö, da gab es nichts. Okay. So, die können mir gerade wirklich vollkommen egal sein. Ich krieg da ein bisschen, manchmal ein paar Seelen, das ist ganz nett. Dann, ich möchte erstmal hier hinlaufen und das Leuchtfeuer aktivieren. So. Was sind das eigentlich hier für Leute? Was sind das? Oh, oh! Den kann man hier holen? Das wusste ich ja gar nicht. I'm immortal. Ja, das glaube ich nicht. Ah, wie geil, Montoya. Wie heißt der Typ nochmal? Wie ist der Typ nochmal mit Vornamen? Ist ja unglaublich. Das ist ja lustig. Das ist, kennt ihr den Film, oh Gott, wie heißt der Film nochmal auf Deutsch? Oh Gott, wie heißt der Film nochmal auf Deutsch? Die Braut des Königs, glaube ich, oder sowas. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Auf jeden Fall ist es echt so ein wunderschöner... ja, eigentlich fast schon ein Märchen. Was echt ein ganz schöner Film ist. Und da gab es auch diesen Montoya. Montoya, der den Mörder seines Vaters sucht, um ihn zu rächen. Sehr cooler Film. Also den könnt ihr euch gerne mal angucken. So, weg mit dir. Und dann haben wir wieder einen Crystal Lizard. Mal gucken, ob ich den schöner fischen kann. Oh, da hab ich da schon bemerkt. Na, okay, will auch nicht ganz. Ah, aua. Okay, und ist er tot. Bams! So. Genietschuppen und eine Zauberwaffe. Dabei nicht zaubern werden, ist mir ziemlich egal. Und hier sind wir wieder. Auf der Opferung. Wieso hast du mich gehört? Wieso hast du mich gehört? Wollte eigentlich nur zeigen, wo ich bin. Aua. Gott, ey, halt doch mal die Füße still. So. Jetzt immer geil, wie die brüllen. Nein, ich bin nicht tot. Ach Gott, so. So. Hier geht's nämlich auch nochmal lang. Gibt's auch noch ein paar Items nochmal abzugrasen. So, einmal das hier. Sühne. Alles in Hexerei ist das. Und ein Roller Edelstein. Einer der wenigen, die es im Spiel gibt. So, und Hammerknochen platzen. Weil ich habe keinen Bock, wieder durch den Sumpf zu latschen, um da hochzukommen. Keine Lust. Nö. So. Quatsch. Ich muss doch in die Richtung latschen. So, den... Ich wusste gar nicht, dass der da ist. Der ist ja voll cool. Dann hole ich... Dann werde ich noch gleich für den Boss auch rufen. Aber erst später, wenn ich hier die Gegend gemacht habe. So, da kommen gerade die Dark Wraiths. Die sollen mich möglichst nicht sehen, weil die sind nach wie vor gefährliche Gegner. Sollen nämlich erstmal schön gegen die Biester kämpfen. Ich muss aufpassen, die haben, nämlich... Die können mich wirklich sehr weit sehen. Und dass ich als Gegner anvisiert werde, ist sehr, sehr möglich. So, jetzt sind die gerade abgelenkt. Ja. So, und jetzt warte ich erstmal ab, bis die Gegner da hinten alle sich gekloppt haben. Die machen kurz einen Prozess mit dem, wie man sieht. Aber... So, jetzt gehen die gleich weiter. Und ich will erst weitergehen, wenn die hinter dem Baum sind. Ich müsste jetzt gerade noch abwarten. So.
Ja. Geht die mal schön weiter. Okay, gut. Weil ich gehe nämlich jetzt hier oben lang. Jetzt müssen wir auf den Gegner aufpassen, der hier irgendwo rumlungert. Wo ist der denn? Käferkügelchen. So, und hier unten sind die jetzt auch schon. Ich greife mich aber noch hier nicht an. Schade, dass die beide noch leben. Das ist nicht so gut. Normalerweise stirbt mindestens immer einer. Aber jetzt leben sie halt doch noch beide. Da versuche ich die mal einzeln anzulocken. Am besten in den Kopf ballern, weil das macht mehr Schaden. So, kommt schon der erste angelaufen. Backstep. Und stark aufladen. Und. Oh, fuck. Okay, gut. Das war knapp. Weil ich möchte wenigstens mit möglichst wenig Schaden da reinlatschen. Weil ich habe keinen Bock, mich zu heilen. Egal, ich kann auch einfach so angreifen. Vielleicht kann ich den sogar mit einem Pfeilangriff hauen. Sollte möglich sein, ja. Ach, fuck. Ach, fuck. Okay. Ja, das ist jetzt blöd. Das habe ich echt Schaden genommen. Das ist ungünstig. Egal, hier liegt noch Kram. Gibt Edelstein. Sehr nett. So, den werde ich auch rufen. Das ist ein NPC, der ist immer da. Und dann sind wir gleich zu dritt gegen den nächsten Boss. Weil ich kann eine gewisse Übermacht da gut gebrauchen. Okay. Dieser bleiche Schatten von London ist übrigens nur auf unserer Seite. Weil wir momentan noch gute Freunde mit Yuria sind. Yuria von Londor. Und nur noch gerade ihre Questline verfolgen. Hätten wir das nicht getan und wären wir jetzt nicht mehr untot, dann könnten wir diesen bleichen Schatten nicht rufen. Wir bekommen gleich eine Geste von ihm. Das ist das Schöne daran. Deswegen hätte ich ihn irgendwann sowieso gerufen. Na komm. Da, die Duellverbeugung haben wir jetzt von ihm bekommen. Das muss ich leider wirklich einmal heilen, das ist echt unschön. Oder gibt es vielleicht noch irgendein Item, was ich noch gerade noch schnell benutzen könnte? Genau, was macht eigentlich die Moosfrucht? Okay, alles klar, verstehe. Nö, ansonsten habe ich nichts zum Heilen da. Dann muss ich das einfach. Ja, ich mach's vor dem Bosskampf. Das ist sonst einfach echt blöd. So. Dann rufe ich gleich die nächsten. Die geben uns gleich auch noch eine Geste. Wo ist er denn? Der müsste hier oben sein. Ne, wo ist er denn jetzt? Kann ich nur einen rufen? Das ist ja blöd. Das wusste ich ja gar nicht. Man kann sich nur einen Typen zur Hilfe rufen. Das wusste ich gar nicht. Einen entweder den oder den anderen. Das ist jetzt ungünstig. Hm. Hört schon die Geräusche. Hier wird ordentlich rumgeprügelt. Noch sehen wir nichts. Lass mal einen Schritt reintun. Scheiße, hier hat aber echt schon gerne andere Typen mit dabei gehabt. Jetzt muss ich gerade überlegen, wer ist denn besser? Gotthard? Oder der bleiche Schatten. Ich mache es so mit dem bleichen Schatten. Ich glaube, der wird relativ schnell drauf gehen. Gott hat das aber auch nicht so da. Naja, egal. Dann. Ach Quatsch. Wir können den Boss ja noch gar nicht machen. Das machen wir erst im nächsten Part. Weil wir haben schon 30 Minuten um.
Leute, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Und nächsten Part wieder, wenn es wieder heißt Dark Souls 3 wird wieder für 4. Tschüss.